Arthaus auf Simara. Für zu wissen, was Simara ist, ob ihr ein Bootzimmer, ein Küchen oder sogar eine Fassade als Kunstgalerie benutzen kann, waren dann Lisa, Claire und Tanja ob eine bisschen mehr spezielle Vernissage zu Diedling. Es ist eine Initiative für junge Sozialisten, die als Ziel hat, junge Künstler eine Chance zu geben, für zu wissen, was sie können. Willkommen am Arthaus auf Simara haben wir festgestellt, dass es sich heute um ein ganz besonderes Projekt handelt. Wie seid ihr auf den Namen Simara gekommen? Wir sind einfach auf den Namen gekommen, weil den Ton interessant ist. Weil der Ton einfach die längere Geschichte weist, dass es etwas war. Und Schmengen haben das aber auch aufgestimmt für verschiedene Namen. Und den Namen war einfach als interessantesten. Wie seid ihr zu diesem Projekt gekommen? Für den heutigen Projekt Matzemann konnten wir aus sich, wir sind eben rausgesicht gehen, und da konnten wir auch ein Thema, das war Diedling. Und für mich war es ganz schwer, Färbs zu finden, worin, also, weil ich eben mehr Persönlichkeit gehe und so, und mehr persönliche Geschichten. Und dann habe ich dann mehr persönliche Geschichten mit Diedling, sind steht aus sich gegangen. Und am Anfang war es bei mir mehr Markanders zu Diedling, als am Anfang mein Kantit gewischt. Und da tue ich eben da an dem Raum. Ich habe versucht, mich in Fate auszustellen. Ich habe gesehen, dass sie auf Facebook Künstler gesehen haben. Und ich habe gedacht, okay, mal dich mal hin, guckst du mal, was sie so haben. Dann sind sie geholt gehen und voilà, wir sind scheu. Wir haben sie auch gefragt, ob es schwer ist, an die letzte Woche Kunstszene ranzukommen. Da sind die Meinungen von den jungen Künstlern aber so nie gegangen. Ich meine nicht, dass es extrem schwer ist, weil die letzte Woche ziemlich klein ist, sondern nicht, dass viele Künstler haben, also der Tisch alle zu sich selber sind. Wahrscheinlich nicht so schwer, irgendwie bekannt zu gehen. Das ist einfach für Duno am Ausland irgendwie ja, erfüllig zu tun. Also in Lützburg ist es wirklich ganz schwer, an der Kunst ranzukommen. Aber zum Glück habe ich viele Kollegen, die mich aber an der Kunst rangezogen haben. Viele Künstler immer die Wege gewiesen haben. Wie zum Beispiel Sumo, das letzte Künstler, von ihm habe ich viel gelernt. Aber letztes ist extrem, extrem schwer. Also ich bin noch ganz frisch am Starten, dafür sind ich wirklich schon gegangen zu testen. Am Moment manchmal keinen dicken Kopf, ich meine einfach, du wirst Axe haben. Und ja, ich kann am Anfang nicht richtig sagen, ob es schwer ist oder nicht. Ich bin gegangen zu testen und ich will nicht zuerst. Wir haben Visiteuren auch noch ihre Meinung zum Projekt gefragt. Ich fand das Detail ein ganz interessantes Projekt. Also wir sind extra von Wolzhaut und heraufgekommen und das ist schon ein interessantes Konzept, das also in einem normalen Haus zu machen und wie sie das ganz gestalten. Also, das ist schon Respekt für die Leute, die das hier verwirklicht tun. Es sind jeweils wirklich mehr gute Sachen da. Also wenn ich sie verkaufen würde, dann gebe ich auch kaufen. Du weißt von der Qualität her, also schon extrem gut. Woraus zieht der Inspiration? Also ich würde Picasso ziemlich gerne. Und ja, für den Rest, alles was ein bisschen spezieller ist, auf Farbe, das gefällt mir so. Ich beobachte die Leute ganz viel, ich lasse mich von den Leuten inspirieren. Ja, ich beobachte eben ganz viel, dadurch erkennt. Ich denke auch mehr zu mir selber, so wie ich mich gerade fühle, aber auch hauptsächlich von der Leute halt. Wenn ich mir wieder gucke, also mit der Leute zu sehen. Ja. Kunst geteilt nicht mehr durch Malerei, vertraut mir auch durch Musik. Natürlich wollte mir auch wissen, ob Kunst echt ein Hobby oder ein Dramenberuf ist. Wenn ich Möglichkeit hatte, wäre es nicht schlecht, aber das auch nicht, muss nicht sein. So. Also einfach in der Freizeit, wenn ich wirklich gerade Lust habe und nicht gezwungen bin, für etwas zu machen. Nächstes Jahr will ich unbedingt gerne an Ausland kommen, zu studieren, für viel mehr an der Kunst zu studieren. Weil den heutigen Jahr geht man nicht durch. Also als Künstler zu lernen, ist extrem schwer. Aber ich will einfach mehr lernen. Ich habe aber dieses Jahr noch viele Projekte, zum Beispiel noch eine Ausstellung zu machen. Sonst habe ich noch ein Projekt für zum Beispiel eine Unterprise, muss ich da etwas für eine Mauer malen. Oder halt Privatbilder muss ich machen, flyern. Das sind da ganz aktiv. Das ist nicht nur mein Hobby, mir das so einfach meine Leidenschaft so und das eben, weil ich mache, weil ich am Leben so. Ja, schon in Dramenberuf.
Wir waren vielwissig und wollten wissen, was mit diesem Haus und dem Projekt geschieht. Am Anfang wird von der Gemeinde ausgesehen, dass, wenn der Tor fertig wäre, dass er ein Appartementshaus gebaut wird, was mehr alle guten Schritte fanden. Wir hoffen, dass das heute nicht die letzte von Ihnen realisierte Projekt wird sein.